Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge von SimCity 4 Deluxe. Ja, wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Hier oben haben wir noch ein bisschen Gewerbe. Aber ihr möchtet gerade gar keins, gell? Nein, möchtet ihr gerade nicht. Aber ihr möchtet natürlich immer Wohnungen haben. Das ist grauenhaft. Gehen wir mal Nummer 1, wir reißen mal die Straße hier ab und dann gibt es... Upsa. Dann gibt es hier eine neue. Okay, dann lassen wir das aber dann doch so, hier mit der seitlichen Einfahrt. Oh, wenn ihr Wohngebiet haben wollt, dann bekommt ihr jetzt Wohngebiet. Wenn ihr keine Ruhe gebt, dann müssen wir halt dafür sorgen. Oder? Was streiken die hier? Oh. Aber warum? Seid ihr nicht zufrieden? Ah, ihr baut jetzt auf der Seite, okay. Wie? Ich wollte jetzt eigentlich so kleinere haben, aber wenn du da so große hinbaust, dann okay. Ich habe auch schon schwach ausgewählt, ja. So, bitte schön, baut. Nee, was hab ich? Das da oben ist aber kein Schwach. Das war irgendwas anderes. Das war Mittel oder so. Ja gut. Bitte schön, baut dahin. Ja, dann tun wir noch ein bisschen Erholung dort oben rein tun. Fußballfeld, hört sich doch nicht schlecht an. Und auch ein Skateboardplatz. Ha, sehr schön. Ihr möchtet ein minimal Hightech-Industrie. Okay. Ach, dazu möchtet ihr immer... Lalala. Naja, stimmt, ihr möchtet ja immer in das Wohngebiet rein. Ja.
Ich könnte euch dort oben einen Platz verschaffen. Hier so. Wenn es wirklich nur so minimal ist. Überhaupt keine Mission zum Spielen. Ah, ach so, alles was so gelb ist, ist hat hier eine Mission. Leichenwagen. Simlet Orange. Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Dann machen wir mal das da. Simlet Orange sagt mir irgendwas. Ich kann euch nicht sagen, was, aber es sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Und Dr. Wu haben wir, glaube ich, schon fast alles durch. So, jetzt muss ich den einfach bloß abholen und auf den Friedhof bringen. Das ist ja noch eine sehr angenehme Mission. Wir sollten zum Friedhof gelangen, bevor es anfängt zu riechen. Ja, das finde ich auch. Wäre eine gute Idee. Fahren die ganzen Bettumische hier rum, das ist aber kein Problem für uns. Ach, das war das Gebetshaus, okay. Es brennt in Kartoffelhausen, schicken sie Wagen hin. Oh nein. Hier, das da. Was ist das? Oh Gott, jetzt müssen wir die ganz nach unten fahren. Weil wir haben ja gerade nichts zu tun. Bauen können wir nicht. LKWs fahren bitte auf der rechten Spur. Bauen können wir nicht, weil da hinten habe ich jetzt ja gerade ein riesen Gebiet angesetzt. Müssen wir mal gucken, was wir hier mit diesen Dead Ends machen. Ob ich die nicht einfach abreiße und neu planen, weil hier hinten seht ihr das, diese Kreuzungen, die ein Pixel weiter versetzt sind. Das ist natürlich alles ein bisschen scheiße. Ups. Ach, wir müssen ganz da nach unten. Gottes Willen. Fahren wir mal kurz hier drüber. Jetzt muss ich bestimmt dann wieder hoch zur Mülldeponie fahren. Mit Sicherheit. Zum Revier. Hä? Okay. Dann fahren wir jetzt zum Revier. Stimmt, wir könnten eigentlich mal einen Flughafen anbinden. Wir haben jetzt einen Yachthafen und Züge könnten wir eigentlich auch mal so langsam anfangen. Aber ich denke, der nächste große Punkt wäre ein Flughafen. Finde ich eine sehr gute Idee. So. Ah, Bundesgefängnis haben wir jetzt. Immer noch. Nee.
Monatliche Einnahmen 250. Das hört sich doch ziemlich gut an. Ich würde sagen, wir hauen senkrechte Sägespannen, Platz Alternative bevorzugen Bürgermeister. Es scheint, dass unser Friedhof bald einen Geist aufgibt. Die leiblichen Überreste stapeln sich, könnte man sagen. Jedenfalls sollte sich der Friedhof sehr schnell. Ach, füllt sich der Friedhof sehr schnell. Und wir können die Verbliebenen nicht so lange draußen warten lassen. Ich würde mal vorsichtig behaupten, dass wir einen weiteren Friedhof benötigen. Okay. Hier. So, jetzt das Gefängnis. Das kommt hier rein. Sehr schön. Monatliche Kosten, Lokgesellen, Börse nicht verfügbar, Voraussetzungen, Gewerbebevölkerung, 25.000, ich habe gerade mal 15.000 Einwohner. Erstligastand, Stadtgröße 85.000, ist ja krass. Das ist mega krass. Okay, okay. Was haben wir da gekriegt? Fuck, was wollte ich da bauen? Schule? Nein. Flughafen. Ich wollte einen Flughafen bauen. So. Wir müssen uns dafür jetzt erstmal einen Platz aussuchen. Hier, guck mal. Feuerbekämpfung von oben, neue Mittel macht's möglich. Okay. Habe ich gerade eben gesehen. Das ist das hier, Feuerwehrlandebahn. Cool. Okay, jetzt ganz langsam bitte. Ganz langsam. Also die Bürgermeisterbewertung, die ist ja jetzt... Alter Schwede. Flughafen. So, der verursacht wahrscheinlich natürlich Lärm. Lockt mehr Unternehmen in die Stadt. Bringt Geschäftsreisende und Touristen in die Stadt. Monatlich kosten 2, 1, 2 und 700. Eröffnet neue wirtschaftliche Chancen in der Stadt. Lockt mehr Unternehmen in die Stadt. Okay, wie groß ist die? Die ist ja ganz klein. Okay, wie groß wäre das hier? Okay. Das ist natürlich... alles klar. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir mit so einer kleinen Landebahn anfangen. Ich habe bloß keine Ahnung, wie das Ding aufgebaut ist. Ach so, von rechts nach links. Okay. Kann ich das hier fortführen? Kann ich, okay. Okay, das geht nicht. Warum geht das nicht? Und jetzt geht's aber. Ja, sehr schön. So, dann kommt hier eine kleine Landebahn rein. Genau. Aber auch 1, 2, 3 Abstand. Damit hier noch ein paar
Parkhäuser reinkommen. So. So, und jetzt haben wir noch diese Feuerbekämpfung von oben. Feuerwehrlandebahn, hört sich natürlich auch geil an. So, wenn wir jetzt das hier angucken. Machen wir erstmal wieder Miese, ist natürlich klar. Ich könnte aber auch die hier erweitern und dann dafür die hier abweisen. Genau. Perfekt. Sehr schön. Alle aus und wir machen weiter. Das war der internationale. Nee. War das der internationale? Ja, das war der internationale Hafen. Auto und Passagierfähre. Nur eine Passagierfähre. Transportiert Autos über das Wasser und ist billiger als der Bau einer Brücke. Maximal 16 Häfen pro Stadt. Sims können nun an Häfen an Bord von Fähren gehen. Zu steiles Gelände. Okay. Alter, der ist immer noch in Bau? Verursachte Luftverschmutzung 14. Es wird jetzt schon von fast 2000 Leuten benutzt? Kartoffelhausen stellt sich auf unsichtbare Wellen ein. Ein Radio. Oh. Also, ja, nicht alles auf einmal, bitte. Flup. Die Wasserprobleme. Wasserprobleme. Okay. Ohne nass kein Spaß, das ist klar. Mediziniere die nötigen Mittel. Epidemie-Forschungszentrum. Ich glaube, du musst immer warten, bis ein Monat vorbei ist. Gottes Willen! Dieser Abschnitt. Platzt aus allen Nähten. Jetzt geht meine Bürgermeisterbewertung schon wieder nach unten. Mein Gott, ey. Die hier, wo sind wir denn da überhaupt? Ja, um Gottes Willen. Okay, dann wird es wahrscheinlich höchste Eisenbahn für eine U-Bahn, würde ich mal sagen. U-Bahn-Station. Okay, hier ist jetzt alles schon bebaut. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
So, U-Bahn hier. U-Bahn da. Wie bald wird jetzt U-Bahn reinplatziert? Vor allem hier müssen wir mal danach schauen, dass wir ein bisschen Öffis reinbekommen. Da, dann muss auf jeden Fall noch eine hier rein. Super. Juli, das ist ja einmal wieder spitzenmäßig gemacht hier. Kommt hier eine rein. Und hier eine. Hier ist er schon endlich auch. Die meisten wollen natürlich hier hoch. Oh. Ihr wollt natürlich auch hier rein, ist natürlich logisch. Überhaupt keinen Platz mehr, doch hier. So, jetzt müssen wir irgendwie die miteinander verbinden. So. Ja gut, alle Möglichkeiten hier. Alle Möglichkeiten hier behandeln, ist natürlich klar. Vor allem hier, wo die Straßen anscheinend aus den Nähten platzen. Muss ich da dann selber Züge drauf schicken oder machen? Machen die das selbstständig? Weiß ich schon gar nicht mehr, Mensch. Zu lang her. So, jetzt müssten eigentlich alle angebunden sein. Gut. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Fahren die jetzt selbstständig oder? Okay, U-Bahn kann ich nicht fahren. Jetzt hoffe ich mal, dass der Verkehr ein bisschen wenig. Okay. Okay, Moment.
automobile Missions, was? Die Stadt ruft ein Programm zur Verringerung der Smog-Emissionen von Autos ins Leben. Dies verringert die Luftverschmutzung in den Städten mit starkem Verkehr. Okay. Okay, okay, okay. Annehmen. Nachbarschaftshandel. In der Stadt ist das ja möglich, okay. Bin mal gespannt, wenn ich jetzt einmal komplett vorspule. Luftverschmutzung. Okay, kann ich Bäume pflanzen? Ja, tatsächlich. Die sollen das verringern? Bin ich ja mal gespannt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Platzieren Sie Bäume, legen Sie Parks an. Hätte ich nicht gedacht, dass das was bringt. So, wie sieht's aus? Nochmal ein Monat vorbei. Wow, gar nichts passiert. An dieser Schule ist kein Geld, oder was? Anzahl der Schüler, Schülerkapazität. Ups. Friedrichs Farben verschwindet auf mystische Art und Weise. Ja, dieser Abschnitt hier. Ja. Mein Vater halt nicht so viel. Was soll ich denn sagen, Mensch? Oh, die Autobahn nutzen endlich mal welche. Sehr schön. Aber das ging jetzt nicht runter hier, die Luftverschmutzung. Wenn ich hier einen Park platziere. Grüne Fläche. Oh. Anschaffungskosten, monatliche Kosten, neues Stadion. Ja, nee, das ist gleich. Habe ich noch nie gesehen. Erholung für die Sims. Parks bauen. Na gut, wenn das ein Park ist. Okay, Moment, also. Ich gucke jetzt mal, was ist, wie sich's entwickelt. Ja, auf jeden Fall ist die Folge jetzt vorbei. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.